Mit dir mache ich kurzen Prozess. Riecht schon mal nicht schlecht. Sieht richtig lecker aus. Dich mache ich kalt. Laufen kannst du, wie? Jetzt gibt's Schläge. Ja! Tja! Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Verdammt nochmal, wo warst du so lang? Freut mich auch, dich zu sehen. Was zum Henker ist passiert? Ich bin Romanov begegnet. Deswegen konnte ich dich überhaupt erst befreien. Was ist mit der Seekarte? Seekarte? Sei doch froh, dass du noch lebst. Ja, aber... Na gut, du hast ja recht. Aber ohne die Seekarte waren unsere ganzen Mühen umsonst. Ja, ich habe Stahlbarts Seekarte erbeutet. Du hast sie. Na endlich. Jetzt wird alles gut. Weißt du eigentlich, wie wertvoll diese Karte ist? Naja, mir hilft sie im Moment jedenfalls nicht weiter. Auf dieser Seekarte hat mein Vater alle Inseln und Länder eingezeichnet, die er die letzten Jahre bereist hat. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit herumgekommen ist. An jedem dieser Orte hat er genau wie hier auf dieser Insel einen Teil seines Goldes versteckt.
Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie in die falschen Hände geraten wäre. Ich danke dir, mein Held. Was wirst du nun machen? Ich denke, ich bleib die nächste Zeit erstmal in meiner Kneipe. Es kann ja nicht ewig dauern, bis der Inquisitor wieder abzieht und der Hafen wieder frei ist. Hm. Wir werden sehen. Was ist mit dem Rest des Goldes aus Stahlbarts, Schatz? Für mich die Karte. Für dich der Rest. Was sagst du dazu? Ich denke, damit kann ich leben. Du kannst auch noch das alte Haus meines Vaters haben, wenn du willst. Ich brauche es nicht mehr. Danke, das ist sehr großzügig. Ich weiß jedoch nicht, wie oft ich in der Stadt sein werde. Schade. Naja, mach, was du für richtig hältst. Es ist jetzt dein Haus. Tja, das war's jetzt. Sieht ganz so aus. Naja. Hey, wenn du magst, komm doch einfach mal bei meiner Kneipe vorbei. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere für dich tun, hm? Werd's mir merken. Pass auf dich auf, Kleiner. Zeig mir deine Ware. In den Ruinen sterben sie doch wie die Fliegen. Ich hab die restlichen 4 Kristallscheiben. Na also. Damit haben wir den Inquisitor am Hintern. Jetzt wird uns der feine Herr Mendoza aus der Hand fressen. Ha! Das hast du gut gemacht. Auf jemanden wie dich kann ich nicht mehr verzichten. Von heute an darfst du dich Kämpfer nennen und unsere Kämpferrüstung tragen. Alle Achtung! So schnell hat es noch keiner geschafft, mein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin stolz auf dich und hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Kämpfers. Gut. Hier. Nimm. Sehr gut. Du hast sie dir verdient. Was geschieht als nächstes? Jetzt wirst du zum Inquisitor gehen und ihm meine Bedingung stellen. Ich will meine Hafenstadt zurück. Jeder Tag, der ins Land geht, an dem sich dieser Strohmann Carlos als Kommandant der Hafenstadt feiern lässt, ist ein Tag zu viel. Ich will, dass dieser schmierige Kerl und alle seine Ordenskrieger aus meiner Hafenstadt verschwinden. Die Hafenstadt wird bald wieder dir gehören. Sehr gut, aber sei vorsichtig. Lass dich nicht von Mendoza einwickeln. Klar? Der Dreckskerl ist gefährlich. Trau ihm nicht. Sonst wird er dich übers Ohr hauen. Hier, nimm die letzte Kristallscheibe und mach keinen Mist damit. Ich verlass mich auf dich. Hörst du? Sehr gut. Wenn du so weitermachst, wirst du alle noch übertrumpfen. Kämpfer. Zeig mir deine Ware.
Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wir Banditen haben jetzt alle Scheiben. Was soll das heißen? Willst du mich verhöhnen? Don Esteban will neue Bedingungen aushandeln. Ich habe schon geahnt, dass sowas passiert. So leicht wird man hintergangen, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Also sprich schon. Was will der Don? Er fordert den Abzug aller Ordenskrieger aus der Hafenstadt. Also schön, Börschchen. Der Don soll seine Hafenstadt haben. Doch zuvor werden wir gemeinsam dieses Tor öffnen und das Geheimnis dieses Tempels offenbaren. Erst wenn ich gefunden habe, weswegen ich hier bin, werde ich weiter über weltliche Dinge verhandeln. Wenn wir dem Bösen nicht bald Einhalt gebieten, ist alles verloren. Auch die geliebte Hafenstadt deines Herrn. Also bring mir endlich diese verdammten Scheiben und lass es uns beenden. Hier sind sie, alle 5 Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Der Moment ist gekommen. Das ist die einzige Sprache, die die Gute Viecher Arbeit. Verstehen. Das Vieh die steht nicht Viecher mehr auf. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Ich muss noch was erledigen. Wir haben keine Zeit. Wir gehen. Wir sehen uns da unten. Mir nach!